Nächste Etappe, Streckenlänge 9,6 Kilometer lang, Unterschied in Höhenlagen minus 450 Meter, grober Schotter 59%, leichter Schotter 4%, mittlerer Schotter 37%. Aktuelle Position 5. in 8 Minuten und 12 Sekunden. Wollte ich gerade sagen, da geht doch bestimmt alles, oder? So, dann wollen wir mal. Das wäre eine längere Etappe. Ja, wo beginnt hier die Kehre? In links 3 lang 100. Also ich finde es von der 6 auf einer Kehre immer am schlimmsten. Rechts 6 über 100. Links halten über Kuppe. Ah, ich habe einen Etappensieg schon. Das reicht. Hier so eine Linksschwenker erwähnt er nicht. Jawohl. Achtung, links 6, halb lang, kleiner Sprung. In rechts 6 lang. In links 3, steigen über 130. Eine knappe Sekunde, das geht ja wirklich rechts noch. 360, rechts 4 Sprung. Wenn ich das bis zum Ende halten kann, bin ich froh. Links 4 Sprung, nicht schneiden. Umdrehen. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ja. Ich glaube, ich werde in den Einstellungen mal was ändern, dass er einfach mal früher ansagt. Der sagt mir das teilweise echt zu spät an. Da bist du im Flug, dann sagt er rechts 3, bis du es realisiert hast, bist du schon drüber. Und dann kriegst du diese Strafe reingedrückt. Also das ist teilweise in meinen Augen viel zu spät. Da diese Kehre hier, die ist jetzt normal angesagt worden. Früher, deutlich früher. Als anderes auch diese scharfe Rechts. Da kann ich mich schon drauf, bei den Sprüngen drauf einstellen, dass sie in eine scharfe Rechtskurve kommen. Das ist doch viel angenehmer. In links 6, in rechts 6. Aber nicht, wenn du in einem Flug bist und die Ansage kommt dann erst. Links 6, bremsen 60, bergab, scharf links. 100 bergab überwältigt. Doch, schön. Kehre rechts, ich kann mich schon drauf einstellen. So. Ich sehe schon die nächste Kehre. Weil wenn du was nicht siehst, dann musst du das deutlich eher ansagen. Meine Meinung. Zu spät gebremst. Das Auto kommt hier nicht hoch. Seht ihr, das kommt nicht hoch. Da kannst du wirklich sofort zurücksetzen. Ich bin mit der Leistung auch nicht mehr zufrieden. So, hier links. Yeah. Wieder gar nichts. Also die erste Etappe hier fand ich noch am schönsten. Du hast ja wenigstens den Platz gehabt. Und rechts 4. Und links 5. Aber ich hasse solche Etappen, wo rechts einfach so eine Steilwand steht. Und links quasi ein Abgrund ist. Deswegen liebe ich auch so Etappen wie Schnee, wo links und rechts einfach nur Berg hast. Da hast du so einen schönen Tunnelblick. Aber hier ist gar nichts. Hier hast du nur Schotter. Schotter, Zäune, Felsen, alles nur im Weg. Gar nicht mein Gebiet. Da Sprung nicht angesagt. Aber die Kehre schön früh angesagt. In links 65, rechts halten über Kuppe. Links 6, Senke. Jawohl. Achtung, rechts 6, 80. Scharf links 60. Ja, die 40 Sekunden nehme ich auch wieder mit. Links 6. Rechts 4, lang 60. Rechts 3, nicht schneiden. Jawohl. In links 4. Ich glaube, ich schreibe mir hier auch Platz 4 als Ziel einfach persönlich aus. Links 4, scharf rechts.
weil ich verliere hier nur noch. Der holt da 5 Sekunden raus teilweise. Das finde ich dann immer extrem. Klar, wenn ihr 7 Zehntel oder so mal verliert, dann sage ich auch, okay, das kannst du auch noch raus. Aber teilweise 5 Sekunden, dann kennt ihr doch die Etappe in- und auswendig. Jawohl. In rechts 6. In links 6. In rechts 6, 60. Rechts 1. In links 1, Verkreuzung. 46, ich tippe mal 51. Irgendwie sowas um den Dreh wird es sein jetzt. Und links 4. Rechts 6. Okay. Ja, 3 Sekunden. Was geht noch? Jawohl, weiter. Achtung, rechts halten über Kuppe. In offene so, wo geht's hier lang? In rechts 6. In links 2. In links 2. In rechts 1 über Kuppe. Was hatte ich gerade? 48. In links 6 durch linke 80. 53, 54, sowas um den Dreh, ja. Also der fährt in der Regel 5 Sekunden pro Ding schneller. In rechts 4. In links 4. Achtung, links 6, in sofort 90 Grad. Ich glaube, den kannst du auch nur schlagen, wenn du die Etappen wirklich alle kennst. In links 4 lang. In rechts 6. Weil so eine Etappensieg, das geht ja manchmal schon. Weil es gibt natürlich immer Etappen, so wie die eine gerade, die hat mir richtig gut geschmeckt, der Anfang. Ja, aber denn das Ende gab ja um gar nicht. Da wäre mir gewesen, wenn er sagt, rechts 4, weil dann hätte ich sagen können, ich lenke noch ein bisschen mehr ein, damit der Sprung einfach noch weiter nach rechts geht. Bei einer 5 wollen die mich nicht so scharf einlenken. Ist weiter in Position 6, wir verlieren weiterhin Zeit, auf Platz 4 auch, okay, deutlich sogar, schlecht. Bei Platz 4 würde ich schon gerne als Ziel aufschreiben, aber der Santos hat doch vorhin eh einen Schaden gehabt, oder? Oh, Nacht, Schrecklänge 5,7 Kilometer lang, unterschiedliche Höhenlagen bis 64 Meter, grober Schotter 95%, leichter Schotter 5%, wir geben trotzdem nicht auch auf, wenn wir momentan Fünfter sind. In 15 Minuten und 37 Sekunden. Ja, das geht auch mit Masters. Ich will nicht wissen, was die da fahren. 4, 3, 2. Ob wir da hinkommen werden? Vorsicht, rechts 6 über Kuppe gerade. Über 100. Links 6, 80 Kuppe. Ich weiß nicht, ob man bei der Rallye wirklich mal einen Testlauf hat. Weil ich mache das natürlich nicht, weil das würde das Let's Play noch mehr in die Länge ziehen. Auch wenn das weiter nicht so gut ankommt. Links 6 nicht schneiden, 150. Achtung, verengt sich. Links 5 nicht schneiden, hängt nach außen. Rechts 6 lang, 150. Achtung, mittig halten, über Kurve Sprung und bremsen, links 1. Alter, wer stellt denn da einen Stein hin? Und rechts 1. Alter, warum verschrauben locker? In links 1 lang. Hätte ich mich fast mitgenommen. Ja, die 18. die zum Schluss rausholen können, da sage ich gar nichts gegen. Weil die man rausholen können noch. Geht's hier lang? Rechts 3 nicht schneiden. Und Kuppe vielleicht Sprung. Links 6. In rechts 5 lang. In links 3 lang 60. Rechts 3. Links 5 macht zu, nicht schneiden. Jawohl. 150. Links 6. Jawohl. Achtung, rechts 6 fällt schon in. Ja, den sehe ich auch. Rechts 6 überwältigt. Links 5. Rechts 6
20. Das war sehr scharf, fast übers Limit. Links 1, halb lang. Rechts 6, halb lang gucken. Boah, hat der da 4 Sekunden bitte schon rausgeholt? Alter! Oh, bei der 1, bei der 1-1 hätte die Zeit rausholen können, ja. Ist aber auch dann wirklich optimal. Links 5, lange Kuppe, vielleicht Sprung. 80. Nee, das ist ein Sprung. In rechts 5, halb lang, nicht schneiden. Rechts halten, über Kuppe. Links 4, lang. In Achtung, rechts 2, lang, mittig halten. 170. Achtung, Sprung rechts 5, mach zu, nicht schneiden. Links 6, in links 6, lang 80 über Welle. Rechts 6, in links 6. Habe ich nur 3/10 verloren. Achtung, links 2 verengt sich und rutschig, mittig halten. Und total Schaden. In links 6, 60, Kuppe Sprung. Ja, super, eine Sonne Licht. Und mit der Strafe, ich sehe nichts. Achtung, Kuppe rechts 6, mach zu, bis 5 verengt sich. Links 3 lang. 60. Kuppe vielleicht Sprung. Rechts 3 lang, 60. Kannst du mir nicht erzählen, dass der da immer ohne große Probleme durchkommt? In rechts 6. Wenn ihr meint, ihr seht wenig, ich sehe auch nicht viel. Links halb über Kuppe. Rechts 6 lang. In links 6. Und rechts 2 halb lang nicht schneiden. Links 3 lang. Rechts halb über Kuppe 80. Rechts 6 über kleine Kuppe. In links 4. 80. Jetzt ist es mir ein bisschen heller. 86 über kleine Pumpe. Okay. 30 Sekunden am Ende. Ja, ein Fahrfehler und du bist weg. 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 Also ich baue immer noch einen Bockmist richtig rein. Okay. Der Santos, der dreht sich ja auf. Wen habe ich denn überholt? Irgendjemand habe ich überholt. Ach, der Spencer ist auf einmal weit hinten. Oh, das ist eine gute Nachricht für mich. Weil der ist Dritter.